So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog und in diesem Video geht es um einen Akkuwechsel mit Umwegen und zwar ein Dell 5570 von einem Arbeitskollegen. Da hat sich der Akku eines schönen Tages aufgebläht und das Notebook auseinandergedrückt und da haben wir dann einfach einen neuen Akku bestellt, der allerdings dann irgendwie nicht gepasst hat und darum geht es jetzt hier auch in dem Video bzw. in den Blogartikel, wo ich den Link auch unten wieder mit reinpacke. Ja, da ist auch beschrieben, wie man den Akku wechselt und diese ganzen Geschichten. Da gehen wir dann auch in dem Video hier drauf ein. Aber grundsätzlich ist das Problem, dass es da verschiedene Akkus gibt von Dell und wir da eben einen anderen Akku angezeigt bekommen haben als Ersatzteil, als einer, der ursprünglich verbaut war. Ursprünglich verbaut war nämlich so einer hier mit 84 Wattstunden von genau diesem Typ hier, WJ5R2. Und der Ersatzakku, den wir dann bestellt haben und gar nicht weiter erstmal darauf geachtet haben, weil wir gesagt haben, okay, wenn Dell uns das anzeigt, dann wird es wohl passen. Der hat erstmal weniger Kapazität, also nur 62 Wattstunden, ist von der Breite her auch deutlich schmaler, hat eine andere Voltzahl und eine andere Typenbezeichnung, 6MT4T. Und wir hatten dann schon gedacht, ui, das ist ja ein ganz anderer Akku, beziehungsweise auch der falsche Akku, weil das Anschlusskabel ebenfalls nicht gepasst hat. Bei dem Originalakku war nur ein kleines Anschlusskabel, also ein kurzes Kabel mit dabei. Währenddessen wir für den anderen Akku, da waren nämlich die Anschlüsse auf der anderen Seite von dem Akku, einfach ein längeres Kabel gebraucht hätten. Und ich habe da ein bisschen im Internet recherchiert und es ist tatsächlich so, dass es für dieses Modell, für dieses Laptop-Modell verschiedene Akkus gibt und dann eben auch verschiedene Anschlusskabel. Und das Einzige, was ich dann machen musste, war dann eben nochmal das passende Kabel dazu bestellen für diesen Akku. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wer auf jeden Fall so ein Notebook hat und da einen Ersatzakku bestellen will, der sollte, wenn er nicht weniger Kapazität haben möchte, sich den Originalakku bestellen, der allerdings auch eine ganze Ecke teurer ist. Oder dann eben darauf achtet, dass er bei dem anderen Akku das passende Kabel da entsprechend mit dazu bestellt. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie man den Akku wechselt. Hier ist jetzt der neue Akku und was hier auffällt ist, dass der nicht über die gesamte Breite des Notebooks geht und da unten haben wir dann den Anschluss für das Kabel an dieser, naja, Art Ausbuchtung da. Und wenn wir jetzt den Originalakku anschauen, der hat dann auch diese Ausbuchtung da unten, aber der Anschluss für das Kabel, der ist auf der Oberseite. Das ist der große Unterschied und deswegen brauchen wir an der Stelle auch verschiedene Kabel. Also dann lösen wir mal die Schrauben und zwar müssen alle Schrauben der Bodenplatte da gelöst werden. Das heißt die mittleren, die äußeren, die da jetzt nicht, das habe ich dann später festgestellt, die braucht man da nicht in diesen Aussparungen, die braucht man nicht lösen, aber schadet jetzt auch nicht. Die da muss gelöst werden und dann an den jeweiligen Ecken jedenfalls die Schrauben lösen. Die lassen sich übrigens nicht komplett lösen, sondern bleiben in dem Deckel dann drin. Dass sie diese einfach lockern. Jetzt geht es darum, den Deckel zu lösen. Da fällt man mit so einem kleinen Schraubenzieher oben in so die kleine Aussparung, die da ist, hinein. Das ist ein bisschen fummelig, ein bisschen vorsichtig muss man da agieren. Wir hatten das Glück, wo der Akku ein bisschen aufgebläht war, dass das meiste da eigentlich schon erledigt war. Allerdings ist jetzt hier schon kein Akku mehr drin, weil der wurde im Vorfeld schon mal ausgebaut. Ja, dann kommt der Deckel dann so runter. Man muss da ein bisschen vorsichtig agieren. Da sind so kleine Nupsis dran. Und man sieht jetzt, da ist auch schon das Gehäuse so ein bisschen gebrochen. Hier ist noch eine Schraube nicht ganz locker. Also ein bisschen vorsichtig agieren, dass man den Deckel da möglichst nicht zu kaputt macht. So, da kommt der Deckel auch schon ab. Und dann sehen wir im unteren Bereich, sehen wir, dass da der Akku im Prinzip hinkommt. Dann gilt es jetzt, das Kabel an den Akku ranzumachen. Das ist ein bisschen eine fummelige Arbeit. Meine Empfehlung wäre, das vor dem Einbau zu machen auf der Akkuseite. Das muss da schön fest reingedrückt werden. Und anschließend kann man das Kabel da in die Mitte so durchfummeln oder muss es im Prinzip da so durchfädeln, dass es eben beim nach dem Einbau nicht im Weg ist. Und dann wird der Akku wieder eingesetzt, dass er eben von den Anschlüssen her bzw. den Schraubverbindungen da entsprechend
passt. Und da sieht man auch, dass der Akku ja nicht über die gesamte Breite geht, sondern eben ja ein bisschen schmaler ist. Und das erklärt auch die etwas weniger Kapazität. Ich bringe jetzt hier das Kabel an. Man sieht, das ist auch wieder so ein bisschen so eine fummelige Sache. Das wird da im Prinzip einfach von oben so vorsichtig reingedrückt, dass es dann entsprechend fest ist. Ja, wenn das Ganze befestigt ist, dann den Akku ausrichten, dass er da mit diesen Aussparungen für die Schrauben da entsprechend hinpasst. Ist ein bisschen eine fummelige Sache. Und dann schrauben wir das Ding fest. Es sind insgesamt 3 Schrauben, die wir da benötigen. Das heißt, eine bleibt gegenüber dem Original-Akku dann am Ende drüber. Nachdem wir das Ganze verschraubt haben, können wir den Deckel wieder drauf tun, dass er einschnappt und anschließend dann einfach alle Schrauben wieder schön fixieren und festschrauben. Na, die mittlere natürlich auch noch, nichts vergessen hier. Und dann sollte sich das Ding auch direkt wieder einschalten lassen. Wir hatten jetzt anfangs das Problem, dass er, so wie jetzt hier, nicht gleich anging, sondern erst mal Netzteil angeschlossen werden muss. Aber danach startet er ja und danach startet er auch vom Akku und der Akku wurde dann auch im BIOS entsprechend angezeigt. Also wie wir gesehen haben, gar kein großes Ding da, den Akku zu wechseln von so einem Dell Notebook. Es ist bloß leider ein bisschen verwirrend, dass es da eben verschiedene Akkutypen gibt mit verschiedener Kapazität, verschiedener Bauform und verschiedenen Anschlüssen bzw. unterschiedlichen Kabeln. Und das Einzige, was man jetzt da beachten muss bei dieser Art von Notebook, ist eben, wenn ich mir dann den entsprechenden Akku bestelle, dass ich dann eben das Kabel dann entsprechend mitbestelle oder dann eben den Original-Akku dann bestelle. Was aber auch ein bisschen blöd ist von der Dell-Webseite her, weil die halt wirklich diesen Akku jetzt hier empfehlen. Man sieht es ja jetzt auch in der Beschreibung jetzt hier drin, da steht der E5570 drin, beim Original-Akku, da steht 3510 drin. Also das ist alles so ein bisschen verwirrend an der Stelle. Aber gut, Notebook läuft bzw. lief wieder. Ansonsten gibt es hier nochmal alles zum Nachlesen. Link packe ich in die Videobeschreibung mit rein und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EQW-Blog.